Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute fängt wieder die Bundesliga an und das erste Spiel ist Bayern gegen die Hertha. Und ja, die Bayern haben diese Woche noch einen neuen Spieler verpflichtet auf Leihe, und zwar Ivan Perisic. Ja, aber spielen darf er noch nicht, weil er gesperrt ist. Ja, dann würde ich mal sagen, ich werde das Spiel hier orakeln mit den Stickern von Tops von der Saison 18-19, weil im Moment gibt es nichts Aktuelles für die Saison, das kommt erst später alles noch. Ja, dann würde ich mal sagen, wir starten mit der ersten Halbzeit und los geht's. Und zack, da reißen wir das mal hier auf. Zack. So, hier haben wir Nils Butzen von Magdeburg. Dann haben wir hier Daniel Ginczek von Wolfsburg. Dann haben wir hier Max Kruse von Werder Bremen. Dann haben wir hier von Stuttgart Askaiba. Oh Gott. Und dann haben wir hier noch Kramaric von Hoffenheim. Und wir gehen in die letzte Phase der ersten Halbzeit. Wird hier noch jemand ein Tor schießen? Und hier haben wir Bundesliga und zweite Bundesliga Logo. Dann haben wir Nils Petersen von Freiburg. Und da haben wir das erste Tor durch Duda für die Hertha. Muss ich hier Platz machen? Tor. So, da haben wir hier noch Mitchell Weiser von Leverkusen. Und hier haben wir gleich den Ausgleich, und zwar durch Leon Goretzka. Ja. Und das war's mit der ersten Halbzeit. 1:1 zur ersten Halbzeit. Ja. Also ich tippe auf ein 2:1 im Real Life für Bayern. Und dann würde ich gleich mal sagen, starten wir gleich in die zweite Halbzeit und auf geht's. So. Zack. So, hier haben wir einen Spielball. Da haben wir hier Stindl von Gladbach. Dann haben wir hier von Frankfurt Nikolai Müller. Dann haben wir hier Kaderabek von Hoffenheim. Und dann haben wir noch Fabian Klos von Arminia Bielefeld. Hoffe ich doch mal. Ich glaube ja. Und wir kommen zu der Schlussphase der zweiten Halbzeit. Bis jetzt steht es immer noch 1:1. Oh, hier haben wir Timos Horn von Köln. Dann haben wir hier Linton Meiner von Hannover 96. Dann haben wir hier Patrick Herrmann von Gladbach. Dann haben wir hier Ante Rebic von Frankfurt. Und der letzte Spieler hier ist Adam Soloy von Hoffenheim. Ja, somit geht das Orakel 1:1 aus und die Spiele ist zu Ende. So. Ja, ein Tor durch Duda und ein Tor durch Goretzka. Ein bisschen mager, finde ich, in dem Orakel.
Also ich tippe immerhin auf ein 2 zu 1 Real Life. Was ihr tippt, könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Soll ich noch für morgen und übermorgen auch noch ein Orakel machen? Sagen wir mal für das beste Spiel. Also ich würde morgen mal Dortmund sagen oder so. Sonntag muss man, ich weiß gar nicht, wer Sonntag spielt. Da habe ich mich jetzt gar nicht informiert. Wenn ich das machen soll, schreibt es in die Kommentare. So, und falls du neu auf meinem Kanal bist und dir mein Kanal gefällt, dann lass doch kostenlos ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass du nichts mehr verpasst. Ja, dann würde ich sagen, ihr liked noch schön in dieses Orakel, bis der Button blau ist. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit diesem Orakel. Kurz und knackig. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Orakel, Livestream oder Video. Dann würde ich sagen, ciao und auf Wiedersehen.